Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil von Black Ops 3 Zombies. Bist du etwa der? Ich möchte euch heute mal zeigen, wie wir das Schwert bekommen. So, viel Spaß. Formikate auf. Ah, eine giftige Chemieverteilereinheit. Das Grundlegende am Anfang ist Punkte. Ganz wichtig, Punkte zu machen. Es ist möglich, es in einer ziemlich niedrigen Runde zu bekommen, das Schwert. Es ist allerdings nicht ganz so einfach. Wir versuchen es trotzdem. Jetzt machen wir erstmal hier überall alles an und auf. Damit wir einfach die Sicherheit haben, dass wenn man genug Punkte hat oder unbedingt einen Ausweg braucht, dass wir es auf jeden Fall haben. Schauen wir mal. Schaffen. Ich glaube, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann lasse ich es auch einfach. Weil ich würde das natürlich so gut wie möglich für euch machen. Der Wahnsinn. Jetzt hat der Grund, dass ich den unten einfach immer ein bisschen reinschieße, ist, dass man immer noch 20, 30 Punkte extra kriegt für den Treffer an den Zombies. Und hat dann insgesamt, denke ich, 160 Punkte so ungefähr. Oder 150. Also immer zweimal Schuss und Messern. Und muss man auch natürlich zweimal treffen. So, dass das funktioniert. So, ich wollte gerade sagen, da lassen wir uns einen übrig, aber hat natürlich wieder nicht geklappt. Ihr seht schon, wir haben jetzt schon in der dritten Runde über 2000 Punkte. Man muss das unentdeckt. Dann machen wir als allererstes mal das Ritual. Es ist nicht wichtig für das Schwert allgemein. Die Welt, wie ihr, aber ich brauche Punkte, um die Türen aufzumachen, um euch zu zeigen, wo das Schwert ist und was wir alles dafür brauchen. Viele der Seelen, die sich gefunden haben, haben sich der Kill. Immer noch einfacher Messer. In der Runde hebe ich mir jetzt noch einen auf. Hey, du da draußen. Mir vielleicht schon wieder Punkte drin. Wer immer gerade zu uns gesprochen hat. Kannst du uns wenigstens verraten, was zur Hölle hier los ist? Ein paar Wischen, solange wir die doppelten Punkte haben. Wo seid ihr denn? Hallo, Freunde. Hallo. Da ist noch einer. Ist der Kind natürlich weg? Minute muss ich die Kanone als Prügel verwenden. So, keine Munition mehr. Jetzt holen wir uns erstmal hier den Quick. Ne, holen wir uns noch nicht. Jetzt machen wir als allererstes mal das Ritual. Ich spüre, dass dieses Objekt eine kosmische Bedeutung hat. Ja. Der Schlüssel der Beschwörung ist das mächtigste Artefakt. Ich hole jetzt mal 500 Euro die Shiva. 500 Zombie-Punkte. Ich dachte, ein Pakt mit dem Bösen wird immer mit Blut. Dann habe ich mir einen wieder übrig. Wir müssen uns beeilen. Die Wärter wollen gegen die Menschen. Schnell das erste Ritual, um ein paar Punkte zu kriegen. Ich glaube, da geht's 300, 400 Punkte. Das sehen wir gleich. Dies ist ein Raum der Geheimnisse. Das ist auch alleine nicht so schwer, das habe ich ja in dem anderen Let's Play schon gesagt. Weil es da insgesamt nicht so lang dauert. Nero, bist du es? Ist das einer der So, das war's schon. Sehr gut. Dann haben wir die Waffe wieder drin, dann nehmen wir uns den hässlichen Turbo mal. Ich habe ihn getötet. Ich wollte es nicht, aber ich musste irgendwie. Der Wurm ist im heiligen Ort. Entschuldigung, ein bisschen. Nur dann kann die überirdische Horde. Das ist unser letzter, den brauchen wir noch. Also das würde unsere aktuelle Situation erheblich verbessern. Ich bin ein wichtiger Punktegeier. Nur dann können wir die Vernichtung unserer Welt verhindern. Im Footlight, sehr gut. Da wollte ich sowieso hin. So, machen wir einmal hier auf. Und in dieser Kiste gibt es vier davon. Befindet sich ein wichtiger Punkt,
den man für das Schwert braucht. Wie gesagt, da gibt es insgesamt 4 davon. Ganz wichtig. Machen wir einfach mal wie sonst auch hier auch alles auf. Können wir an der Kiste spielen. Ich spiele immer einmal, allerhöchstens zweimal, damit ich nicht so viele Runden spielen muss. An der Kiste selber. So, hier ist das Ritualteil für das zweite Ritual. Alle meiden dich, wenn du aussiehst. Ich spiele mal an der Kiste und hoffen, dass wir was Besonderes bekommen. Oder beziehungsweise, das heißt Besonderes, aber wenigstens eine vernünftige Waffe. Ich bin jetzt ziemlich verwundbar. Ja, Lil Arnie ist nicht schlecht. Ist aber auch nicht so gut. Ich brauche eine Waffe. Und dann müssen wir trotzdem zweimal spielen. Ja. Ja, naja. Du nimmst mich auf den Arm, oder? Nicht, dann muss ich nochmal spielen. Das reicht mir leider nicht. Beziehungsweise ich kann es mal probieren. Ich probiere es einfach mal. Ich bin mal mutig. Ich lehne mich mal aus dem Fenster raus. Machen wir hier als allererstes mal auf. Dann gehen wir hier weiter zum Theater. Und machen das zweite Ritual. Kriegen wir nämlich auch noch ein paar Punkte, weil dann eine Magwa kommt danach. So. Ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt einfahren mit dem Viech. Schade ist natürlich, dass wir jetzt so oft an der Kiste spielen mussten, weil sonst hätten wir jetzt gleich auch weitermachen können und mit dem Zug fahren können. Jetzt mache ich hier noch das Ritual, damit wir noch ein paar Punkte bekommen. Das Burlesque. Haben natürlich das Teil nicht aufgenommen. Häufiger gekreuzt als an jedem anderen Ort der Stadt. Nun, ich habe mir den. Am besten ist es immer, zwei Zombies aufzuheben. Das habe ich von meinem Bruder gelernt. Danke, Tim. Die laufen dann nicht so schnell. Warum auch immer, wenn man zwei übrig lässt. Also auf jeden Fall bewegen sie sich dann nicht so schnell. Wenn noch einer da ist, dann rennt er immer ganz gerne ein bisschen schneller hinterher. Vielleicht auch das Ergebnis eines misslungenen Messerwurfs. Ich nehme leider immer nichts. Ah, diese Manifestationen sind anders. Ich sag grundsätzlich, und das heißt, will ich euch einfach nur zeigen, wie es genau funktioniert. Gutes. Ob es dann letztendlich so macht wie ich. Ja. Ich versuche immer alles gleich ein bisschen in niedrigeren Rinden zu bekommen, weil es einfach leichter ist von der Masse an Zombies, die auf einen zustimmen. Euer Opfer wurde gewählt. Ich bin zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben. Niemand wird dir helfen, niemand. Einfach niemand. So, nächstes Ritual. Wieder 500 Punkte gekickt. 400 zumindest. Ist nicht viel. Aber der Magma bringt uns ein bisschen was. Drei Köpfe! Cerberus! Und Fangarme! Den Oktopus! Cerberus! Doppelte Punkte! Geld ist mir unwichtig. So, schauen wir mal, ob wir ihn gleich erledigen können. Hier wahrscheinlich nicht, hier in einem Theater. Das wird mal rausgehen dazu. Vielleicht sollten wir auf die Köpfe schießen. In einem davon muss doch das Gehirn sitzen. Das hat dich ausgebremst, nicht wahr? So, dank der doppelten Punkte haben wir jetzt schon wieder ein paar Dinger gekriegt, ja? Einmal noch, eine Runde noch. Jetzt haben wir. So, jetzt sind wir wieder gut im Geschäft gekommen, ja? Das wird man nicht reichen. Widerliche Kreatur von uns heute. So. Dann kommen wir zur eigentlichen Hauptaufgabe noch fürs Schwert. Diese wunderschöne Karte. Der Zug ist gerade zufällig auch da. Ich drücke jetzt hier mal kurz auf Pause, um euch was zu erklären. Und zwar an den drei Stellen der Fragezeichen versteckt sich an der Wand in einem Fenster ein Zeichen. Ich benutze da immer einen Zettel und einen Stift dazu. Nicht lachen. Ich kann mir die Zeichen einfach nicht merken auswendig. Und zwar fangen wir jetzt an. Wir fahren jetzt vom Foodlight District in den Waterfront District. Einmal quer nach unten durch die Karte. Und gucken an beiden Seiten immer auf der linken Seite nach außen. Das hat einfach den Grund, weil die Zeichen auf der Seite sind, wo die Fragezeichen aufgemalt sind. Dann fahren wir mal los. So.
Waterfront. Hier einstellen mit Viereck. Und einmal auf Start. Exakt nach links. Immer in Fahrtrichtung links. Kommt hier nach dem zweiten Fenster, hier gleich das erste. Drücke ich jetzt mal kurz auf Pause, damit ihr es besser seht. Zeichen notiere ich mir mal kurz. Zack, zack, zack. So, weiter. Das war das erste von drei. So, da kommt das nächste Fenster. Ist ein bisschen schwieriger. So, drücke ich nochmal Stopp. Zeige ich auch nochmal hier auf meinen Zettel drauf. So, das waren zwei von drei. Jetzt müssen wir hier allerdings kurz warten, bis der Zug wieder Saft hat. Derzeit hole ich mir mal einen Bootlecker. Hier sind Kräfte am Berg, die nicht einmal ich verstehe. Müssen wir nur kurz warten, bis der Zug wieder fährt und dann müssen wir noch einmal von der Waterfront Station zurück zur Kanalstation auf der rechten Seite. Müssen wir nur kurz warten, bis der Zug wieder funktioniert. Das war wieder knapp. Ganz knapp. Das war ganz knapp. Das müsste aber gehen. Lass mich doch einfach. Lass mich doch einfach. Komm, Junge. So, jetzt aber. Ohne, dass er drin ist. Und noch mit reingekommen. Sehr schön. Hilft nichts. So. Einmal auf der rechten Seite ist dann nochmal das letzte Zeichen auf dem Weg zu den Kanälen. Es ist in dem runden Fenster drin. Wir brauchen so viel Positivität, wie es nur geht. Das ist eigentlich ganz schwer zu übersehen. Kommt's gleich. Dann male ich mir das auch noch mal kurz auf. Das waren ziemlich viele Dreiecke auf einmal. So. Und dann steigen wir hier aus. Ist eigentlich ganz schlecht, weil wir hier jetzt nicht raus können. Es kann nicht abgewaschen werden. Eure Sünden haben anderen den Zutritt zu eurer Welt erlaubt. Was sollen wir tun? Nur ein weibliches Opfer wird ihren Hunger stillen. Du hast mich angefasst. Genug Punkte haben, dass wir die Tür hier aufmachen können. Sesam, öffne dich! Was? Nicht gut? So, bevor wir das Türchen aufmachen. Oder, nee, wir machen es erst auf. Ich zeig's euch erst im Keller. Da brauchen wir jetzt den Flug. Von hier, um runter in den Keller zu kommen. Dann gleich noch das Ritualteil mit raus. So. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Und zwar unten im Keller brauchen wir den Fluch auch nochmal und da geben wir jetzt dann die Zeichen ein, die wir gefunden haben. Erstaunlich. Und zwar brauchen wir die. Eine vollständige Körperverwandlung. Ich krieg doch keinen Ärger, wenn ich mich für einen Polizisten ausgebe. So, und zwar nehmen wir jetzt hier den Fluch. Das Schlimmste kommt erst noch. Und geben hier an dieser Wand die Zeichen ein, die wir gerade aufgeschrieben haben. Das war einmal das. Haben wir denn hier keine Sekunde lang Ruhe? Und einmal das. Hier gleich einen Raum auf, den zeige ich euch. Ich mache jetzt hier nur schnell noch den Strom an. Der Zombie sich immer verpisst aus meinem Leben.
So. Dann haben wir hier einen Raum freigeschalten, wo ein Ei drin ist. Das Ei nehmen wir uns raus. Kann es sein, dass ich schon immer über diese... Und freuen uns, dass wir da hinten die Statue nicht aktiviert haben. Das habe ich jetzt leider vergessen. Das ist ganz großartig. Weiteres interdimensionales Objekt? Warum sind die immer so eklig? Laufen wir auf der anderen Seite wieder raus und dann zeige ich euch, für was wir das brauchen. Und zwar legen wir das Ei an einen von vier Punkten. Vier Stationen müssen wir insgesamt machen. Hier ein. Also, das passt. Und dann warten wir auf unsere Freunde, die gleich kommen müssen. Und dann seht ihr schon, was, um was es geht. Ihr müsst in einem kleinen Radius, hier ungefähr. Maximale Munition! Munition, die aus dem Nichts auftaucht. Und dann gehen die Seelen in dieses Ei. Ziehen sich dann in das Ei rein. Das so ungefähr 20 Mal machen. Ich habe noch nicht genau mitgezählt. Unserem Konflikt und dem, ich denke aber, es müssten 20 sein. Jetzt hole ich mich mal kurz raus. Die ganze Sache müsst ihr an fünf verschiedenen Stationen, vier verschiedenen Stationen machen. Seltsamer Tieren. Punkte von diesen Tieren zählen leider nicht. Nicht so mutig sein, wir haben kein Quick Revive. Kann das ganz schnell mal in die Hose gehen. Los mit dir. Video machen, meine Freunde. Ich habe keine Zeit für euch. Ein bisschen Blut macht mir keine Angst. Ich möchte mir gerne die Munition für die hier aufheben. Kontrolle. Ist es denn nirgends sicher? Maximale Munition! Vielleicht können wir das Blatt doch noch zu unseren Gunsten wenden. Überlebt. Warum hast du... Könnte besser sein, könnte aber auch schlechter sein. Es war ein Unfall. Lassen wir Gras darüber wachsen. So. Gucken wir, dass wir die Eier mal aufladen können. Zumindest an zwei Stationen. Müsste aber eigentlich schon schaffen. Das Ei ist voll. Ich hörte an diesem kleinen Zischgeräusch. Ist jetzt ein Gefäß. Und dann versucht er hier ganz schnell zu verschwinden. Am besten ohne zu sterben. Ich hole mir jetzt zur Sicherheit trotzdem mal einen Quick Revive. So, jetzt sind wir an der ersten Station fertig mit dem Ei. Wenn ihr hier mal auf eure Touchfeld-Taste drückt, dann seht ihr, dass das Ei hier unten schon einen ganz kleinen blauen Fleck hat. Das ist das Zeichen dafür, dass die erste Stufe schon erledigt ist. Ich war mein halbes Leben lang durstig. Ich komme nicht rein. Wieso bloß? Oh, Mensch! Was ist denn los? Zeige ich euch mal den zweiten möglichen Punkt, um das Ei aufzufüllen. Und zwar ist der hier unten im Keller. Ich habe es leider vorhin verschwitzt, den aufzumachen. Dann nehmen wir hier nochmal den Fluch. Dreht euch hier hinter der Wand, wo das Schwert drin ist, um und macht das auf. Da ist hier nochmal ein Punkt drin, wo das Ei reintun könnt. Es ist natürlich hier auf einmal ganz viel los. Das ist ziemlich schwierig. Der ausgeklügelste Eierbecher aller Zeiten. Wie gesagt, die Zombies dürfen nicht zu weit weg sein, dass die Seelen reinwandern. Oh, und wieder sind mächtige Kräfte am Werk. Wir haben ja jetzt Gott sei Dank den Quick Revive, also es könnte funktionieren. Ich schau mal, dass ich die hier ein bisschen zusammenholen kann, die guten. Ich sag immer ein bisschen darauf achten, dass er nicht alle auf einmal umbringt, sondern zwischendrin ein bisschen hören, ob das Ei schon voll ist. Damit er eventuell dann den nächsten Punkt noch machen müsste, ohne dass er
die nächste Runde starten müsst. Jetzt ist es voll, habt ihr wieder gehört? Das kleine Zischen. Jetzt müssen wir unsere Kameraden hier nur wegkriegen davon. Schnappen wir uns das. Und verschwinden ganz schnell. Jetzt zeige ich euch den dritten Punkt, wo sich es befindet. Und zwar ist das hier hinten um Ruby Rabbits, wo wir vorhin schon gewesen sind. Schnappt ihr euch ganz einfach hier auch nochmal den Fluch. Ich habe es vorhin leider nicht geschafft, das Ganze mit aufzumachen. Dann ist hier beim Ruby Rabbit auch nochmal so ein Gerät. Dann macht er dasselbe wie gerade. Setzt das Ei ein. Alles scheint seinen und wartet Platz auf die Kameraden. Zu haben. Sogar ein riesig interdimensionales Ei. Nein, jetzt nicht. Schauen, ob wir noch einen übrig haben hier dafür. Das müsste schon der letzte von der Runde sein. So. Auf jeden Fall. Komm rein, meine kleine Seele, komm rein. Das ist jetzt praktisch die vorletzte Station. Dann gibt es noch eine im Waterfront District, die zeige ich euch noch. Und dann, wenn uns der Herrgott gnädig ist, haben wir das Schwert. In einer guten Ausgangsposition in Runde 7. Wenn wir Glück haben. Das müsste der letzte sein. Ah, ist voll. Habt ihr wieder gehört am Geräusch? Nur durch Akzeptanz kann man das Zeichen entfernen. Ich suche jetzt ich nehme noch es, auch wenn ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Ich nehme ich auch noch Magma, das ist natürlich eigentlich so geil. Magma und Zombies gleichzeitig. Ich hatte mal Angestellte, die sich um Überbrücken. Schlussverkauf ist sehr gut, wenn man aber keine Zeit dafür hat, das ist schlecht. Das ist im echten Leben so und auch im Spiel. Wenn keine Zeit ist für den Schlussverkauf, ist keine Zeit. So, dann nehmen wir uns hier wieder die Bestie. Machen wie gehabt unsere Sachen hier auf. Den Schlussverkauf schaffen wir jetzt sowieso nicht. Hier hinten ist das vierte und letzte Teil. Auch wieder in der Kiste drin, im Waterfront District. Machen wir uns hier hinten als kleinen Fluchtweg noch den Keller auf. Den Schlussverkauf haben wir verpasst. Wiedersehen! Wir können würde ich trotzdem empfehlen, soweit es Natur geht, erstmal den großen bösen Magma zu besiegen. Versucht, keine Furcht zu zeigen. Gebt euch Mühe! Tötet es! Tötet es! Habt ihr Feuer? Das tötet doch die meisten Viecher! Mal aufpassen, hier können auch ganz schnell welche rauskommen. Das ist ein bisschen zu nah für mich. Das Beste ist eigentlich, sich erstmal um den Magma zu kümmern. Das kann aber, das ist aber auch nicht so einfach. Gebe ich zu. Die Bombe würde ich sonst eigentlich gern mitnehmen. Jetzt lasse ich sie einfach mal liegen. Geh nochmal runter in den Keller. Meine Güte, was war das für eine Krise? Wir können dieser Kreatur ihre widerliche Natur nicht vorwerfen. Machen wir noch mal hier runter. Ich sag, wir sind ja jetzt im Moment noch in einer vorteilhaften Lage, weil wir das Quick Revive noch haben. Eine nehme ich jetzt mal mit, um vielleicht die Tür zu öffnen. Sollten wir auf die Köpfe schießen. In einem davon muss doch das Gehirn sitzen. Setze ich ganz schnell das Ei hinten ein. Ich glaube, dabei geht es um Energieübertragung. Schreiner! Wie des Schusters Wichtelmänner. Mein Werk ist getan. Ist es zerstört. Tötet aber nicht alle, lauft lieber nochmal im Kreis.
Ich muss schnell die Sicherung mitnehmen. Ich darf doch nicht vergessen, dass der Magma noch lebt. So, Munition sieht auch schon sehr schlecht aus. Wir kriegen es aber hin. Ich bin guter Dinge. Wir können dieser Kreatur ihre widerliche Natur nicht vorwerfen. Nicht ganz. So, dann hauen wir nochmal ab. Tötet es! Und laufen nochmal im Kreis. Haben wir Feuer? Das tötet doch die meisten Viecher. Wir schaffen es. Ich schaff's auch für euch noch in der guten Zeit, dass ihr nicht so lang gucken müsst. Der Gestank des Todes hängt mir in der Nase. Das heißt, einmal haben wir noch Wiederbelebung. Das ist ein großer Vorteil. Vielleicht sollten wir auf die Köpfe schießen. In einem davon muss doch das Gehirn sitzen. Wir können dieser Kreatur ihre widerliche Natur. Einen solltet ihr euch auch hier wieder aufheben, natürlich. Um euch erstmal um den Magma zu kümmern. Deswegen sage ich immer, dass es schöner ist, wenn man das in einer kleineren Runde erledigt. Das hat wirklich weh getan. Weil es dann in einer höheren Runde wirklich schwierig ist, den Magma noch zu erledigen und sich noch um die Zombies zu kümmern. Tötet es! Hier noch mal tötet es! Haben wir Feuer? Das tötet doch die meisten Viecher. Komm, mach den Kopf auf. Schön. Jetzt sind wir das erste Mal gestorben. Wir sind aber noch in einer guten Position. Ich hoffe es zumindest, dass wir noch in einer guten sind. Und die kommen natürlich jetzt auch gleich wieder zu uns. Ich freue mich schon auf meine Rache. Die wird richtig süß. Und der Magma kommt natürlich auch noch unentwegt hinter uns her. Du wirst schon bald besiegt werden, Bestie. Es hätte besser Vielleicht laufen können fürs Video, gebe ich ehrlich zu. Köpfe schießen. In einem davon muss doch das Gehirn sitzen. Ich bin aber trotzdem noch zuversichtlich, dass wir es schaffen. Bin noch zuversichtlich. Ich würde mir jetzt nur ganz schnell nochmal den Quick Revive holen, damit die Arbeit nicht umsonst gewesen ist. Mit dem Perk schnell laufen, ist es auch eine Qual, mit dem Kameraden hier zu rennen. Vielleicht sollten wir auf die Köpfe schießen. So, den haben wir einmal erledigt. Das Gehirn sitzt. Doppelte Punkte! Dann hoffen wir, dass mit den letzten zwei oder drei Zombies und das noch reicht. Ist Nero der Sieger. Ich hoffe, dass die noch reichen. Um den letzten Punkt aufzufüllen. Ja, sei es voll. Sehr gut. Dann sollte das schleunigst wieder in den Keller runterlaufen. Euch nach Möglichkeit nicht mehr töten lassen. Dann setzt ihr das aufgefüllte Ei wieder da ein, wo ihr es rausgeholt habt. So. Dann könnt ihr euch dann das Schwert rausholen. Geht einmal hier hin, setzt das aufgefüllte Ei ein. Dann dauert es kurz. Wir vor einer weiteren Entdeckung stehen. Dann könnt ihr euch das Schwert rausnehmen. Jetzt weiß ich, was mir bevorsteht. Ich nehme es jetzt mal noch nicht. Ich warte auf die nächste Runde. Ich möchte es euch natürlich noch ganz gern zeigen. In Aktion. Durch und holen wir noch kurz einen Chuggernock, dass ich noch zwei, drei Minütchen überleben kann für euch. Und vielleicht noch eine Waffe. Beziehungsweise ich hole mir eine Waffe. Das ist besser. Kann ich euch das nochmal zeigen? Das Schwert hat in der normalen Funktion zwei Funktionen. In der normalen Version natürlich.
Es kann einmal schlagen, wie ein richtiges Schwert, und kann einmal Blitze rausschießen. Also so mit einem, ja, mit so einer Bodenattacke. So, und jetzt hier mal eine Waffe. Gehen wir für die hier keine Munition mehr haben. BRM, sehr gut. Könnte eigentlich gar nicht besser sein. Völlig sinnloses Nachladen jetzt. So, das dürfte dann der letzte sein. So schnell wie er unterwegs ist. Ja. Du musst gestehen. Und dann zeige ich euch jetzt in der nächsten Runde mal das Schwert in Aktion. Dazu müsst ihr L1 und R1 gedrückt halten, um es aufzunehmen. Schlagen ist mit R2. Und die nächste Funktion ist dann mit L2. Sie hat gemeckert und Geld ausgegeben. Blitzfunktion. In beidem war sie nicht gut. Ich werde die Waffe natürlich noch machen. Recht. Ich spüre. Sehen wir uns das Schwert hier mal. Dann legen wir mal los. Das Schwert ist natürlich nicht unbegrenzt da. Es braucht dann immer wieder seine Zeit, bis es wieder auflädt. Verdammt gefährlicher Schwertkämpfer. Frag mal meine ehemaligen Assistentinnen. Sag ich euch jetzt trotzdem hier mal noch schnell den Blitzschlag mit L2. Tja, das war's schon. Sagt, aufladen tut sich dann erst nach einer Zeit wieder oder nach einer gewissen Killanzahl. Oder eben gewillt, ich weiß es gar nicht. Doch, je mehr ihr wieder von den Zombies mit ins Grab schickt, desto mehr lädt sich's wieder auf, das Schwert. Und sobald es gelb leuchtet, steht dann auch dort, dass das Schwert wieder bereit ist. Dann könnt ihr es wieder wie gewohnt mit L1 und R1 gleichzeitig aus der Tasche ziehen. So, ich hoffe, die Erklärung hat euch Spaß gemacht und es war nicht zu lang für euch. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Servus.